So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen Far Away von Johannes Goupy, Corentin Lebrun und Maxime Morin von Ketchup Games. Wird zur Spiel erscheinen. Es gibt so eine kleine, also auch nur eine kleine Auflage, glaube ich. 400 Stück haben wir, glaube ich, nur gesagt. 400 Stück, sie haben ein paar an aus. Nagel mich auf die Zahlen nicht fest. Ja, es waren nicht so viele. Ein paar Rezensenten haben vorher schon so eins bekommen. Bei Hunter & Friends werdet ihr schon wieder zu finden. Hier ist ein komplettes Live-Let's Play und Rolf hat das schon gespielt, deswegen kann er uns das jetzt erklären, weil hier ist die Anleitung nur auf Französisch drin, aber die englischen Anleitungsregeln gibt es, glaube ich, auch schon. Ja, und Deutsch gibt es eine Kurzspielregeln auf BGG auch. Noch. Genau, und ich bin sehr gespannt, was hier uns hier, aber ich habe gar keine Vorstellung, was uns hier erwartet. Ja. Aber gucken wir mal. Ja, hier haben wir so ein bisschen die, ich nenne sie jetzt mal einfach Regionen, und hier haben wir so ja, Tempel oder sonstige Zusatzkarten. Im Prinzip wird das Spiel mit diesen Karten hier gespielt, und die haben hier oben, sieht man das? Naja, müssen wir ein bisschen näher mal eben kurz dran. Also hier ist, auf dieser Karte ist eigentlich schon so gut wie alles drauf, was man so in diesen Karten hat. Einmal drehen? Sorry. Ja, ich sitze auf der falschen Seite hier. So, also hier ist eine Zahl drauf, die geht bei den 68 Karten von 1 bis 68. Mhm. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Also, so ist, wenn man das erstmal auf dem Kanal hier Sachen erklärt. Ja, genau. So, und dann gibt es hier noch Sachen, das ist die Tagseite, und es gibt auch Nachtkarten. Mhm. Haben für die Siegpunktbewertung relevant. Mhm. Hier ganz unten gibt es, wenn man die Karte erfüllt, Siegpunkte. Mhm. Die können so sein, dass einfach nur Siegpunkte draufstehen, oder es können gewisse Bedingungen sein. Die kommen wir gleich nochmal zu, welche Bedingungen halt sind. Ja? Hier sieht man zum Beispiel, ich lasse das mal eben hier liegen, Symbole. Es gibt drei Symbole. Es gibt die Tiere, es gibt Stein, und dann gibt es noch die Pflanzensymbole. Hier auf, sieht man so ganz klein noch Pflanzen. Hier sind alle drei Symbole drauf. Mhm. Kann man das so einigermaßen sehen? Ja. Ja. So. Nehmen wir nochmal eine Karte hier, die es ist. So. Und dann gibt es hier oben in der Ecke auch noch Symbole. Nicht auf jeder Karte, aber auch solche Sachen. Diese Symbole nutzt man, um diese Siegbedingungen bei anderen Karten zu erfüllen. Mhm. Und das hier ist das, wenn man halt was erfüllt, dass man dann die Punkte bekommt. Mhm. Klar, wer dann am Ende die meisten Punkte hat, ist klar. Das Spiel läuft so ab. Am Anfang hat jeder drei Karten verdeckt. Mhm. Es werden Spielerzahl plus 1 Karten offen hingelegt. Mhm. Und erste Runde beginnt einfach nur daran, dass jeder aus seinen drei Handkarten eine verdeckt hinlegt, und die wird dann die erste Karte seiner Reihe sein. Mhm. Dann sucht sich derjenige mit der kleinsten Zahl aus der Auslage als erstes was ein. Mhm. Aus, dann mit der nächstkleinsten, und der mit der höchsten Zahl als letztes aus der Auslage. Die eine Karte, die hier noch überbleibt, kommt raus. Mhm. Dann wird wieder bei uns in dem Fall 3 plus 1, also 4 Karten aufgefüllt. Und dann geht es mit der zweiten Runde weiter. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Sachen. Zum einen möchte man eigentlich gerne immer aufsteigend hinlegen, weil dadurch bekomme ich diese Bonuskarten. Nachdem ich noch eine aufsteigende hingelegt habe. Wenn ich, ich muss auf jeden Fall aufsteigend teilen. Also nach der 45 darf ich nicht kleiner als 45. Aber wenn ich gelegt habe, dann kriege ich von diesen Karten etwas. Wenn wann? Immer wenn ich. Immer wenn ich eine aufsteigende gelegt habe, kriege ich mindestens eine Karte. Dieses kann ich erhöhen, indem dieses Kartensymbol da ist. Ja? Mhm. Für jedes Kartensymbol, was bei mir offen liegt, ziehe ich eine Karte mehr. Okay. Aber ich kriege immer eine Karte, weil ich nur aufsteigen legen darf? Oder nein, du kannst auch absteigen legen. Du kriegst nur keine Belohnung. Wichtig ist nur, auch wenn ich jetzt mehrere Karten kriege, die lege ich erstmal bei mir hin, also zur Seite, nehme erst aus meiner Auslage, wenn ich dann halt die Auslage, dann nehme die Karte, damit ich auch weiß, was habe ich, um dann zu gucken, weil ich darf nur eine Karte von diesen, die ich gezogen habe, bei mir in die Auslage legen. Mhm. Und zwar lege ich die dann auf die linke Seite, rechts aufsteigend und links die Karten hin. Okay. Ja, und so geht das dann im ganzen Spiel immer weiter. Ich kriege dann irgendwann mal eine neue Karte. Alle anderen Karten kommen eben zur Seite. Wenn der leer sein sollte, wird der Ablagestapel gemischt. Bei diesen passiert das halt nicht, weil es sind ja nur 8 Karten, die wir dann brechen kriegen.
Und dann geht es halt immer so weiter. Wenn ich halt hier, wie in diesem Fall, keine aufsteigende renne, dann habe ich nicht den Bonus, dass ich noch so einen Tempel, ich nenne es jetzt mal Tempel, kriegen kann. Mhm. Das Ganze mache ich 8 Runden lang, dass ich 8 Karten hier liegen habe. Mhm. Und dann ist das Interessante jetzt, und das finde ich einen Bereich, alle Karten werden verdeckt hingelegt. Mhm. Außer die hier, die bleiben offen. Mhm. Ich lege mal noch ein paar andere Sachen dahin. Aber sind in dem Spiel einfach immer am Anfang tiefe Karten gut und später hohe Karten? Ja, das sollte man meinen, wenn... Jetzt nicht der Kniff kommen würde? Wenn nicht der Kniff kommen würde, weil die hohen Karten haben die hohen Siegpunkte und die hohen Bedingungen. Okay. Und schwierigen Bedingungen. So, und weil ich jetzt, ich habe jetzt nur mal 4 hingelegt, wenn wir dann alle unsere, dann wird gewertet. Und zwar, die werden alle verdeckt gelegt. Mhm. Das heißt, man sieht, aktuell habe ich 3 graue Karten. Also die Karten haben alle noch eine verschiedene Farbe. Mhm. Das ist eine rote, kannst du das eher, ja, das müssen wir Das ist also, das Symbol. Also genau, du hast also, das ist auch mit den Symbolen. Ne? Ja, im Prinzip liegen hier 3 graue Karten, eine rote Karte, ein Stein und eine Pflanze. Mhm. Diese Symbole, die habe ich schon. Mhm. Diese werden auch nicht verdeckt. Mhm. Und jetzt decke ich die erste Karte auf. Von hinten dann aber, ne? Ja, von hinten. Mhm. Das heißt, ich hätte jetzt 3 Tiere schon irgendwo sammeln müssen. Mhm. Ich habe gar kein Tier. Mhm. Null. Erfüllt die Bedingung? Null. Karte bleibt liegen. Aber ich kriege jetzt schon einen Stein mehr. Mhm. Aber ich hätte die Tiere auf vorher aufgedeckten Karten haben lassen oder auf denen? Mhm. Genau. Mhm. Genau. Ich decke die nächste Karte auf. Die hat keine Siegbedingung, aber pro Stein dann. Mhm. Ich habe hier einen Stein und da habe ich schon davor auch einen Stein. Also 6 Punkte. Ja? Time Caps ist das Kartenspiel. Ja. Hier zum Beispiel, die hat jetzt super gepasst. 10. Ich habe da einen Stein, hier einen Stein vorher aufgedeckt, und das Tier vorher aufgedeckt und kriegt 10 Punkte. Das hast du aber den Stein hast du auch ein Tier erschlagen. Ne? Ja, natürlich, zum Regeln erklären sortiert man die Taten vor, oder? Ja. Immer, mach ich auch, nur so. Ja, ja. Jahrelang. Ja, und das ist natürlich wieder so eine Karte. Ich hätte jetzt für jedes dieses Symbol, was aufgedeckt ist, das wären jetzt 2 Symbole, 3 Punkte gekriegt, aber ich erfülle die Bedingung nicht, dass ich halt also keine 3 Tiere habe. Also wieder 0. Ah, okay, es muss die Bedingung erfüllen, um die Sieg. Genau, ah, okay, man muss die Bedingung. Das war jetzt erstmal das so. Genau, und das ist halt diese Sachen, dass ich halt gucke, und das ist dann halt bei diesen hohen Karten, gibt es halt die Siegpunkte, aber auch schwere Siegpunktbedingungen. Mhm. Also versucht man zum einen gerne, die hohen Karten hier hinten zu legen, damit ich meine Siegpunktbedingungen erfüllen kann. Mhm. Aber um diese Karten zu kriegen, die mir auch gewisse Symbole kriegen, die auch dann, wenn man hier ist, abgewertet gewertet werden. Hier gibt es auch Siegpunkte. Mhm. Für jede Pflanze, die ich aufgelegt habe, ist nur eine hier. Für jede rote oder gelbe Karte, 1, 2 rote, 1 Punkt. Und hier nochmal für jede Pflanze. Jetzt ganz am Ende, ne? Ja. Ja, yeah, das wird dann von rechts nach links zurück. Okay. Die liegen ja auch links, dann macht es ja auch Sinn. Genau, und die liegen ganz links. Und das ist das Schöne, die ich dann hier kriege, die will ich eigentlich haben. Allerdings muss ich dann immer aufsteigen. Also ich muss mit niedrigen Karten anfangen und die hohen mit den schwer zu erfüllenden Bedingungen, wo ich dann noch gar nichts an Karten aufgedeckt habe. Ja. Und deshalb muss man so ein bisschen abschätzen. Ich jetzt voll crunchy. Ja. Und das sind die Regeln eigentlich. Gibt es noch einen Bonus, wenn man direkt angrenzen legt? Also wenn ich jetzt an die 58, 59 anlege, habe ich jetzt keinen Bonus, weil ich einfach eine Karte einfach nur pro sichtbarer Karte. Genau. Eine mehr. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Mehr Regeln hast du eigentlich da gar nicht. Okay. Und Rolf vom Blick aufs Brett e.V. Wenn ihr bei Patchwork oder so, auf manchen Spielen steht er auch als Redakteur mit drauf. Ja. Aber wie gesagt, viel erklärt bei Lookout. Übrigens, für euch, die jetzt hier im Chat seid, bei Lookout, die machen, also Hanno löst sein Lager in Berne komplett auf. Okay. Der nimmt alles mit nach Essen, was er im Lager hat. Ja, und haut das raus. Also bei Lookout vorbeischauen. Dann wisst ihr, wo es hingeht, ne? Und es wird wirklich, und es wird auch, Hanno sagt auch, es wird nichts mehr mit zurückgenommen. Ja, okay. Also wir fallen minütlich. Sonntagabend, wäre noch was da. Also wer noch irgendwie so ein altes koreanisches Zepter von Savandor oder sowas haben möchte, der ist dann. Ich weiß nicht, kann sein, dass auch so ein Agricola in Koreanisch oder sowas da ist, ein englisches Zepter von Savandor oder was auch immer da. Weißt du, ob eine Glasstraße dabei ist noch? Wahrscheinlich. Glasstraße ist Feuerland. Ach so, okay. Ja. Aber auch von Uwe. Wirklich? Ja. Ich kenne keinen deutschen YouTuber, der mehr über Brettspiele weiß als Till. War sie mal bei Lookout? Nein, Uwe. Glasstraße ist Uwe, deshalb denkst du, dass das mit Lookout ist. Weil Uwe hat ja alles Mögliche. Okay.
Also, jeder drei Karten. Freiland hat auch, glaube ich, noch nie was übernommen, was wir anders schon hatten, oder? Deswegen. So, dann legen wir die mal. Das darf ich mir angucken, ne? Ja, du wolltest ja wissen, was du ausspielen sollst. Und dann denken, wer die kleinste Zahl auszieht, ist auch hier am Erster dran auszusuchen, ne? Leg das mal hier hin. Also in der ersten Runde gibt es halt noch, ich sag mal jetzt die Tempel nicht, diese Bonuskarten. Und so müsst ihr schon mal gucken, was legt ihr hin, wo kriegt ihr Boni und ja. Okay, aber was sieht für mich als Gewinn-Lookout-Spiel aus? Das ist ein Eispfeil, dann spielt ja, ganz gut. Aller Erde ist auch die Schachtel, das hat auch diese rechteckige Lookout und. Okay. So, was passiert, was machen wir dann? Das ist. Oh mein. Jeder muss jetzt schon einen spielen. Das ist eine erste Startkarte. Und nicht. Was, wenn ich jetzt nur 68, 67, 66 hätte? Ja, und du kannst ja beim nächsten Mal eine 1 legen. Dann nimmst ja, du die. Dann hast du aber eine Karte schon verschenkt. Ja, aber es ist gut, wenn man die hohen, die gute Punkte geben, vorne liegen. Und behältst du die restlichen zwei oder kommen die weg? Nee, die, du behältst die. Mit denen spielst du. Du ziehst hier eine nach und die anderen behältst du. Also habe ich immer drei zur Auswahl, die ich legen kann. Weil die, die ich dann nehme, kriege ich auf die Hand und spiele von den dreien auf der Hand wieder eine aus. Die legst du hin, oder? Was? Wenn ich jetzt, ich lege jetzt eine hin, die drehe ich rum, dann habe ich zwei Karten auf der Hand. Und dann ziehst dann du. Dann kriege ich eine auf die Hand und so von den dreien wieder eine aus. Genau. Ah, naja. So funktioniert das. Ja, ja. Und wie lange, bis wir acht Karten haben, ja? Acht nur, das ist ja gleich vorbei. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ja gleich, ja genau. Und die kriegen für die Ernstkarte auch schon eine Karte, weil wir Aufstein gelegt haben? Nein, null, na, in der ersten Runde gibt es noch keine Karte. Na doch, nee. Hier liegt eine Null. Nee, da liegt ja keine Null. Doch? Nein. Das ist übelst hier, weil ich möchte lieber das oder das haben, aber das, ich mach's mal so rum. Aber, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, wir machen das mal so, mal gucken. Wie viele Karten gibt's? Acht Karten, nee, auf 68. 68, okay. Ja, also. Die werden von rechts nach links aufgehört. Ja, ja, okay, ne, ich probiere mal. So, Ben? Ja? Bumm. Ja, Fünf. Also Ben, du darfst jetzt zuerst. Du darfst jetzt zuerst hier jetzt eine Karte aussuchen. Weil du die kleinste gelegt hast. Ich schaffe. Also ja, aber für dich ist jetzt hier, das sind 24 Punkte. Wenn du es schickst, schaffst du dir jetzt 5 Steine zu holen. Wenn ich es wirklich schaffe. Das ist ja voll der Knoten, den man da hat. Das Interessante ist, in meiner ersten Partie, wo ich die Spiegel noch nicht so gut kannte, wo die ganze Zeit Du hast gar keinen Blick in meine Zukunft. Hatte ich 66 Punkte. In meiner zweiten Partie, wo ich das dann konnte, hatte ich dann nur noch irgendwie 44 okay. Punkte. Oh. Acht Karten spielen wir, ja? Mhm. Acht Karten. Ist ja spannend, aber früh Dinge wissen ist ja auch gut. Dann möchte ich gerne. Was habt ihr denn so? Ja. Was habt ihr? Also ich werde schon zwei Tiere und Pflanze brauchen. Was hast du weggenommen? Was kriegst du, wofür kriegst du Punkte? Vier für Punkte. Nachtkarten. Ah, Nacht, ah, okay, ja, gut. Aber warte. Noch nicht, nur wenn du spielst. Wenn die Bedingungen dafür ist. Du wirst ja natürlich auch Steinbedingungen haben. Die. Ja, die ist gut. Hey, da war eine Steinkarte. Ben. Gut, was ist die Frage? Nämlich. Ja, ist vielleicht. Ja, nee. Doch, nee. Das ist. Komm, ich nehme die hier. Danke für den Tipp, werde auf jeden Fall da vorbeischauen. So. Jetzt im Bett. Ich da zwei so. Das ist eh alles in alle drei, ne? Ja. Die wird voll werden, ne? Ja, also zumindest am Donnerstag. Ja, haben sie auch ein paar so kleine Stellen. Drin, ne? In einer Woche haben wir schon gestreamt von der Spiel. Geil! Die neuen Schuhe habt ihr schon komplett gesehen. Ihr seid am Mittwoch, kommt. Wir sind von Dienstag hin und Mittwoch sind wir. Aber dieser seid ihr noch nicht in den Hallen, ne? Nee. Also könnten wir, aber macht ja keinen Sinn. Ja, wie gesagt, ich bin auch halt da bei, wie gesagt, zum einen bei Hunter den Stand mit aufbauen und dann nochmal bei Lookout rüber gucken. Ja, für mich macht das ab. Also Mittwoch ist schon gut da zu sein, aber Dienstag könnte ich auch rein. Wie sieht euer Abendprogramm aus? Ja, Essen, Stream, einmal beim Spiel, also das Spiel selbst hat irgendwie so eine Veranstaltung, am Mittwochabend, Freitag ist Spiel des Jahresgarde und die anderen beiden Abende mal gucken. Ja. Wahrscheinlich wird es auf Essen und ein Date Night Talk hinauslaufen. So, die kommt weg. Jetzt haben wir die zweite Runde, es werden wieder vier aufgedeckt. Mhm. Wichtig übrigens, es gibt auf der Spiel hier ganz viele verschiedene Editionen, wo immer, ich glaube, 5 unterschiedliche Leute drauf sind. Ihr könnt euch die Lieblingsedition aussuchen, das sind aber, glaube ich, immer die gleichen Karten drin. Ja. Ich durfte mir auch eins aussuchen, ich habe den genommen, weil, weiß ich auch nicht. So, und jetzt die nächste Karte. Mhm. Ba, ba, ba,
Da kriege ich einfach 2 Punkte für. Das ohne Bedingung, da kriegst du einfach 2 Punkte für. Okay, cool. Die werden es am Ende machen. Mhm. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich muss nur kurz gucken, was haben wir denn da? Da liegt jetzt nicht so die gute. Wenn sie eine von den dreckigen Karten spielen, ich lieber die da haben. Welche denn? Eine von denen. Ach so. Egal, jede als außer das hier. Ich brauche mal ein paar andere Karten jetzt. Ich nehme mal die. Okay. 32. 55. Oh, ich darf mir zuerst was aussuchen. Ja, pro Facets kriegst du. Na, pro Facets. Das hier hinten auch mit Villas. Die hier kommen und die. Ja. Ich versuch's mal. Oh, es ist viel. Du könntest ja hier 20 Punkte machen. Und dann, wenn du da Glück hast, könnten 30 Punkte sein. Ja, ohne Bedingungen. Und das ist schon mal ein. Ui, das geht ja richtig gut los. Ich versuch's. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Steine. Wo sind denn jetzt hier die Symbole? Na, hier oben rechts sind Symbole. Hier sind hier, Zahlen. Hier findest du auch manchmal welche. Hier sind Nacht und Tag sind Symbole. Ja. Dann nehme ich doch, glaube ich, mal für Gelb und Grün. Ach, nö. 62. Dreimal Ananas. Nicht damit Ananas. Wenn ihr eine Ananas macht. Mhm. Aber ich will doch, das selbst zählt für sich auch mit. Weißt du, Gelb und Grüne, ich nehme die mal. Bei Volland den goldenen Wurf geben wird, gibt es ja meistens, ne? Den goldenen Wurf? Achso, wo du würfelst und dann was den Preis gewinnst. Wann kriege ich die Karte, bevor ich mir deine aussuche oder danach? Die bekommst du. Du kannst sie jetzt, wenn du da hinlegst. Ne, du hast jetzt. Achso. Ich habe die gespielt. Ja, genau. Jetzt kriegst du zwei Karten. Die legst du bei dir offen hin. So, und jetzt kannst du dir eine aussuchen. Und davon dann auch eine nur. Und dann darfst du dann davon eine aussuchen. Und die will auch immer einfach immer meine Karten ausfragen. Nein, die liegen jetzt einfach da dran. Ja, aber ich meine, also hier könnte wirklich immer eine Karte mehr ziehen. Genau, das ist auch so, dass du dann noch eine Karte mehr ziehen kannst. Wenn ich hier bin. Mhm. Dann nehme ich aber trotzdem die. Genau. Dann kommt die weg. Und eine Karte hier. Ja, das habe ich ja auch schon richtig oft ausgespielt. Dann möchte ich gerne noch einen Stein. Nehme ich mal die. Dann kommt die weg, ne? Und die kommt weg, genau. So. Dann decken wir mal wieder 4 auf. Und wir legen unsere nächste Karte hin. Oh mein Gott. Ja, jetzt kann ich ja nur. Ich werde so abkacken. Ich leg mal die hin. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. 66 Punkte hast du gemacht, sagst du, ja? Ja, ich weiß auch nicht, wie. Einfach nur. Da bin ich ja sowas von weit entfernt. Muss ich jetzt auch noch erfüllen? Oh, das ist ja schwierig. Ja, guck mal. Aber die bleiben offen, ne? Die zählen auf jeden Fall schon. Die zählen für die kleinen, die zählen für alle Karten. Ja, easy. Ja, gut. 41. 34. 7. Da, Ben, du bist aber, ja, du darfst jetzt keine. Das für eine Karte. Also, das heißt, ich darf jetzt, weil ich höher bin, darf mich 2 hier annehmen. Die kann ich schon mal hinlegen. Obacht, hier sind schon. Ja, das ja, ist. Eine Ananas? Wir können Ananas. Ich brauche kein Rot. Wollen wir draften? Nee, ich finde erstmal die. Und die kommt. Du brauchst keine Ananas? Bisher nicht. Boah, ist das hart. Na, wohl, könnte doch ganz gut sein. Also, ich habe schon mal 15 Punkte sicher. Ich bin bei. Das und das ist die Siegbedingung und damit kriege ich hier die 15 Punkte. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Was habe ich denn hier? Hat gut angefangen. Und 2 Farben hinlegen, das wird ja auch klappen. Hm? 2 Farben hinlegen wird auch klappen. Also, dass du noch 2 andere Farben hinlegst. Na, 4 für? Ja. Schauen wir mal. Stark. Boah. Tina. Nicht die! Ja, nicht die. Den Stein brauchen wir doch. Ja, ja, voll. Ich nicht. 3-mal Ananas. Jetzt muss ich auf Ananas umschwenken, wollte ich aber gar nicht. Bei einer 1 gibt es ein Pendulum. Oh, das spricht nicht für das Spiel. Was ist bei 1? Bei 1 kriegst du ein Pendulum, bei 20 ein Gloomhaven.
Alles klar, ja. Haben sie noch einige auf Lager? Vielleicht. Hat sich rumgefahren, dass ich mich nicht so toll. Aber du kannst das nächste nehmen. Achso, ich bin. Entschuldigung, ich dachte, du wärst dran. Ja, jetzt hast du mich vor eine Aufgabe gestellt. What? Aber wie kann ich Karten dazwischen schieben? Ich nehme mir den hier. Ich will nicht wieder resetten. Ich brauche Karten. Ich bin da darauf angewiesen. Er weiß dann, was er möchte. Du willst auf jeden Fall den Stein. Kostet es, was es wolle, gib mir den Stein. Ich lege eine 1. Nein, ich lege keine 1. Oh, jetzt will ich ja aber auch das da haben, damit ich mehr Karten ziehen, mit auf eine aussuchen kann. Wo sind Steine? Ich habe erst einen einzigen Stein. Der braucht 2, der braucht 3, der braucht 5. Ja, muss ich aus den Karten. Ja, ausnehmen. Klar. Ich hole mir den Stein hier jetzt. Was hat denn für kleine Karten? Ich habe hier jetzt so kleine Karten. Hoch, was macht er da jetzt? Eine 8? Damit er wenigstens hochkommt? Oder? Woher weißt du das? Ja, damit, das ist die nächsthöchste Zahl, damit du überhaupt noch einen Bonus kriegst. Ach. Also ich habe mal die 9 hier. Ja, mach mal, ich habe 42. 38? Ach Gott, gut. Ja, dann darf ich sogar zuerst. Ich krieg nichts, aber... Er gibt einfach so 5 Punkte, der Starke. Ja, 5 Punkte einfach ist auch gut. Brauchst du eine gelbe Karte, ne? Nee, ich brauche hier den Stein hier. Mhm. Ich darf mir jetzt schon hier 2 nehmen, ne? Ja, du darfst hier 2 nehmen, weil du höher gespielt hast. Boah. Oh toll, die habe ich unbedingt gebraucht. Ah, die ist gelb. Die zählt hierfür auch, oder? Oder gilt das nur für... Hm? Ja, die zählt dafür auch. Mhm. Also es ist eine gelbe Karte. Mhm. Das Schöne ist halt nur, die werden halt nicht verdeckt gelegt und dann hast du da auf jeden Fall schon mal die 2 Punkte für diese Karte. Das nein, muss ich die Bedingungen erfüllen. Ja, das ist natürlich die andere Sache. Und dann nehme ich mir... Wo, gib... Was denn? Wo ist der Stein her? Hier, da, den kann man hier da nicht lassen. Nicht so. Er braucht ja die Steine. Ja, du musst mal kleine Zahlen legen, wenn da ein Stein ist. Das hier jetzt auch. Ja, die 4 Punkte, das finde ich auch. Nimm ein Symbol drauf, ne? Ich bin ich habe ja noch Zeit. Genau, ich will gar nicht deine haben, ey. Das habe ich hier. Boah, wie dreckig. Nehme ich das, spiel das, dann. Oh mein Gott, dieses Spiel. Komm, jetzt gib mir Steine. Steine. Wo sind die Steine? Da ist ein Stein. Ja, nee. Auf der falschen Höhe, ne? Ja, ja. Da, guck mal. Hey, jetzt wird sich auf die Steine geklappt. Ja, ich habe ja keine dringende Zahl. Ich hätte doch die 3 nehmen sollen. Naja. Egal. Ich spiele jetzt. Ich spiele den. Ne, den. Also. Boah, wie dringend. Ich krieg jetzt mal eine zweite Zeile. Ja, das kann man machen. Ich werde ja echt nicht so viele Punkte machen. Ich werde gar keine Punkte machen, aber... Komm, hier ist mir egal. Ja, mir auch. Die 46. 11. 35. So, ich habe hoch gemacht. 2. Ich ziehe erstmal 2 Karten hier. Ich ziehe nur. Guck mal hier. Ja, das ziehe ich. Oh, guck mal hier, ein Stein. Aber alles nur graue Karten. Das ist jetzt. Was für eine Karte nehme ich? Jetzt muss ich irgendwas machen, wo es. Hallo zusammen. Hallo. Kannst du mal warten, aufs Spiel zu gehen? Ihr macht das richtig. Ja. Das freut uns. Dafür machen wir das hier. 3 Wochen spielen nonstop. Ich nehme mir mal. Oh, ich will sie beide. Kann ich sie beide hinlegen? Ja, gut. Wenn du dich damit wohlfühlst, darfst du das tun. Mann. Die sind alle viel zu hoch. Die habe ich dir auf die Hand genommen. Ich nehme den Stein. Ach komm, der ist gut. Verbände nehmen. Ach ja. Oh, hier muss ich einfach nur das für haben. Hast du hier eigentlich 2 genommen oder noch nicht? Wo? Hast du was? Hast du gerade solche Karten genommen, solche kleinen? Ja, die doch hier. Okay, ja, ich wusste ja, die dazu kommen. Ich durfte erst 2-mal. Ja. Dann brauche ich 3 Hirsche. Mhm. Durch einen Punkt. Stein. Hirsch. Hier. Weg. Gut. 1.
Sehen die Karten sich selbst? Zwei. Zählt die für sich selbst? Ja. Die zählen sich selbst. Vier. 1, 2, 3, 4, 5 und dann mache ich die zweite Reihe. Du bist am Verzweifeln, ne? Ja, alles gut. Die. Jetzt habe ich jetzt alles gesagt. Die 35. Also hast du das erste Karten zu wahrscheinlich? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du darfst keine ziehen, ne? Ich krieg. Und welche wollte ich denn jetzt eigentlich nehmen? Ein Stein! Ein Stein! Die wollte ich. Na, gibt aber auch nicht so viele Punkte dann. Und ich brauche da zwei Pflanzen und. Die zählen auch für sich selbst, ne? Ja, die zählen. Mhm. Ja, die zählen auch für sich. Also immer alles, was an offenen Karten zu sehen ist, das zählt. Und wenn du die hast, ist die offen. Dann nehme ich doch auf jeden Fall hier den Stein, dann bin ich doch selbst. So, ja, die habe ich ja dann alle noch nicht, Dings. Mir fehlt das. Wow, das ist ja übelst. Das sah auf den Karten, beachte man gar nicht, aber es sieht sehr gut aus. Ja. Na, nee. Ja, ist nicht so schön jetzt gerade. Ich glaube, ich nehme mir die hier. Und du hast die 16 gelegt, ich habe die 48, dann bist du als nächstes dran, Ben. Ich spiele die. Hier, was hast du jetzt genommen? Nee, die brauchst du doch gar nicht. Doch, ich kriege für Steine Punkte. Und du willst auch Steine haben, ne? Ja, klar. Achso, hättest du es gesagt? Ja, gib die wieder hin. Nein, genommen ist genommen. Ich will so nebenbei eine Elke mehr spielen. Glaube ich. Okay. Stein. 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 Ich krieg einen Stein. Oh, jetzt kriegst du endlich meinen Stein. Jetzt kannst ich hab ja jetzt schon da zwei, die als andere. Wie können wir das denn verhindern? Nee, wir wollen das gar nicht. Nein, wollen wir ja nicht. Achso, wollen wir nicht. Bumm. Und dann zieh ich mir jetzt noch einen Stein. Ja, da ist auch noch ein Stein für mich drin. Ich fühle es. Ja, muss ja über 48 legen. Mach ich ja. Ah, hast du noch sowas? Du hast die ganzen Hohen doch schon hingelegt. Oh, mit einer Karte. Und pass auf, bis da, also bis hier bin ich schon safe. Ich brauche nur noch das zu schaffen. Das andere klappt. Ja, noch einen Stein brauchst du dann und. Genau. Das sind vier, zwei Steine noch. Ja, du versuchst mit deiner Karte da, ne? Da muss ich jetzt hoffen. Ansonsten kann ich die ja nicht erfüllen. Ja. Achso, Ich hab schon Ben, du überlegt noch, oder? Achso, ich hast du vier Handkarten? Ja. Warum? Wie viele Karten habe ich schon ausgespielt? Ich habe sechs ausgespielt. Dann habe ich die Karte, die ich gerade genommen habe, nicht ausgespielt. Die hast du gerade genommen? Nee. 30? Die 30 hast du gerade genommen. Genau, aber warum habe ich denn die Karte zu viel? Also ich habe sechs Karten und dir fehlt eine Karte in der Auslage. Welche hast du denn in der Auslage gehabt? Ich habe du hast eine runtergeschoben, hast du auf die Hand genommen. Ja. Irgendeiner hast du da. Achso, die hier. Die hast du gerade genommen. Genau. Warte, ich spiele zurück. Ich habe auch eine zweite Zeile angefangen. Hat also einfach mal die Karten hier unten lang einfach schon wieder aufgenommen. Nee, du hast eine zweite Zeile angefangen. Ja, ich habe eine zweite Zeile angefangen. Ich habe da schon eine hingelegt, die ich. Was habe ich denn gemacht? Aber hier ist auch schon, da habe ich vier Karten und ihr habt 2, 4, 5. Ich bin irgendwie eine Karte hinter. Machen wir ganz anders. Misch einfach mal und dann ziehen wir eine Karte und legen die jetzt einfach dahin. 2-4, 2-4, 2-4. Was ist denn da schiefgegangen? Ja. Komm. Videobeweis. Misch mal einfach und wir ziehen eine und dann legst du die einfach jetzt als sechste Karte dann entweder in die Reihe oder die zweite Reihe anfangen. Oh, die ist doch gut. Ja. Du darfst nicht so viele andere lassen. Naja. So. Okay. Ich habe meine siebte Karte geplant. Ich habe meine siebte auch. Das ist schon die siebte, ne? Mhm. Ja. Dann muss da wohl die hier hin. Gut. 26, 30, 43. Haben wir jetzt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du kriegst auch. Ich krieg 3. Und Ben ist nicht drüber gekommen. Das ist eine gelbe Karte, ne? Da, ich brauche eine gelbe Karte. Und jetzt mal kurz. Ich darf zuerst aussuchen, ne? Dein Name. Oh, die gebe ich ja nicht spielen. Ich brauche keinen Stein.
Nee, das möchte ich nicht. Ich nehme mal. Ja, die Karte. Und ich lege. Es gibt alles keine Punkte hier, ne? Nur der gibt Punkte. Ich, ne? Dann lege ich die mal hier hin. Geil. Boah. Nice. Hast du viele Steine? Ja. Ah, sehr gut. Habe ich hier so viele Steine? Na, jetzt habe ich ja hier drei und dann schaffe ich das mit der Karte, weil es war klar, dass ich einen Stein kriege, war klar. Ja, aber da haben wir diesen 8-Punkte-Wert dann, ne? Aber kein Stein. Eigentlich ist 14-Wert. Ja. Das ist ja kein Stein, ja. Ja, stimmt, mit der kann ich ziehen. Ja, sehr gut. Ich habe schon geplant. Na, das ist. Wir ziehen ja keine mehr. Also müssen wir da welche hinlegen? Ja, doch. Wir haben ja immer Auswahl aus 3. Der Spieler hat eine letzte Karte. Nein. Ich sehe 8, sehen wir da. Achso, 8. Das ist die letzte Karte. Nein, ich spiele jetzt die letzte Karte. Warum sind wir fertig? Ja, du hast recht. Ich habe auf 10 immer geguckt. Warum habe ich auf 10 geguckt? Naja, letzte Karte. Vollkommen richtig. Dann, das heißt, also. Nein, du hast vollkommen recht. 8 Karten ist richtig. Ich habe. Le jeu. Nein. Termine l'exploration. Oh, 8e. Ja. Das ist Lackstück. Ja. Und warte mal, das können wir jetzt. Das war keine Ding. Keine Punkte. Dies bringt mir auch keine Punkte. Das bringt mir Punkte. Wenn ich, ja, dann spiele ich die. Okay. Du hast vollkommen recht. Ich war gerade bei 10, deshalb. 51? Also ist jetzt egal, welche. Ja, wir brauchen ja genau. Nur ob man jetzt höher noch weit hat. Also ich, genau, ich bin, das heißt. Ich krieg 1, 2, nochmal 3 Karten. Dann könnte ich ja auch die hier spielen. Weil dann krieg ich, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich krieg auch noch 3. Oh, guck mal. Krieg ich noch 3 Karten. Das also eine für die und zwei für eine für jede Karte. Ne? Also drei eine Zeit, eine für jede Landkarte, die da drauf ist. Oh, ich habe nur Sachen bekommen, die ich nicht brauche. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Punkte, 5 Punkte, 4 Punkte. Das sind 4 Leider Punkte, ist nicht das richtige drei. Symbol dabei. Dann lege ich die jetzt hier hin. Richtig. Okay. Oh Gott, ich bin gerettet. Praise the Lord. Wegen der Karte oder ja. Wegen der Map? Jetzt habe ich die Farbe, die ich hier brauche. Ja, was? Das ist aber keine Farbe, ne? Das ist keine Farbe, das ist grau. Oh, verdammte Axt. Aber ich habe die Farbe trotzdem, ne? Ja, habe ich. Dann ist alles gut. Ja. So. Okay, dann drehen wir die alle um. Wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen. Wie zählt man Punkte? Na, mit ja, Zählen. Von hinten. Wir haben so. Dann, ah, das ist ein Block. Ja, ein Spiel mit Block, aber ohne Stift. Ja, naja, ja. Das. Aber das sollte man nur haben. Da drin an der Dose, da am Fensterbrett. Genau. Was haben wir da? Ne, der ist ein bisschen dick, oder was haben wir da hier? Da? Der ist ein bisschen feiner. Komm hier. Ich darf schreiben. Natürlich, meine Schrift kann auch keiner lesen. Ja, den Stift kann keiner benutzen. Nee, das ist der Legacy-Stift. Dann nehmen wir hier so einen Bleistift. Ja, R, B, T. So Karte 1 bei Rolf, wir legen jetzt die hinterste Karte auf. Das heißt, als ja, leider fehlt mir hier, ich habe nur eine Pflanze, damit gibt es einen Strich. Ein Strich. Ist man bei 3 Strichen raus? Ja, dann nächstes wollen wir es spannend machen? Ja, dann machen wir spannend. Dann, nee, nicht die Karte. Hinten. Oh, Ben, was hast du da gemacht? Du nichts. Brauchst 3, links nichts. So, was habe ich hier gemacht? 4 Steine hast du die. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 14 Punkte. Dann legt er gleich mal. Oh, Alter, Gott, Gott. Da. Okay, dann gehen wir hier weiter. Das heißt, für jede Pflanze 3. Mhm. Ich habe eine Pflanze, 3 Punkte. Punkte. Immerhin ja, besser als meine 4, die ich bekomme. 6. 6 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Tor 2 bitte auf. Ich habe 2 Steine und einen Ananas, das heißt, ich krieg 12 Punkte. Boah. Ich werde es einfach schon mal jetzt so summieren, weil wir es jetzt eh so spannend machen. 26. So. Dann hier, ohne Bedingungen, für jeden Herrn. 1, 2, 3, 6 Punkte. Bis 2, 9. Ich kann dazu schreiben, weil wir das nachvollziehen können. Ja, hier oben. Ja. Da oben. Ben, was bei deiner dritten Karte? Bei meiner dritten Karte. Ja, was passiert da? Hier mit, da haben wir, geht bestimmt. Hier, da brauche ich 3 Ananas. Ich habe keine 3 Ananas, also kriege ich dafür nichts. Bleibst du bei 6. Ja. Drittletzte Karte, ich drehe sie rum. Ich brauche nichts, aber ich kriege für jeden Stein 3 Punkte. Das sind 3, 6, 9, 12. Wie viel plus 12? Der
Haut aber richtig ein. Den muss man ja Hate draften. Und das, wo wir alles versucht haben, die Steine wegzunehmen. Ja, ja, der eine auch, da ging es dann nicht, weil drei Steine da lagen. So, für jede Landkarte zwei. Okay. Es ist nur eine hier, zwei Punkte. Ja, also das ist mehr, umso öfter ich das spiele, umso weniger Punkte kriege ich. So, jetzt ich für meine Karte hier, guck mal, da kriege ich 10 Punkte, wenn ich alle Farben habe, ich... Pro Set, ne? Auch pro Set? In dem Moment, wenn du mehrere hättest, dann hätte ich dann ganz Anfang spielen können. Ja, 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 einfach 10 Punkte, also 10 ne? Weil ich brauche die Farben, ich habe die Farben alle Punkte. Schön. Ja. So, viertletzte Karte, ich drehe sie rum. Ich brauche zwei Steine und ein Geweih. Zwei Steine und ein Geweih, dann kriege ich 10 Punkte. Was macht der da? Ja, Kombos bauen, darum geht es doch in dem Spiel, oder? Kombos bauen. So, ich mache jetzt einfach 5 Punkte. Oh, das ist stark. Jetzt, guck mal, jetzt bist du bei plus 5, bist du bei 16. Damit hast du schon beim ersten Kartenliga. Ich habe Ananas und Geweih. Ah, doch, doch, habe ich alles. Das heißt, ich kriege 3 Punkte in Schatzkarte. Ich habe eine Schatzkarte. Ich habe hier noch eine Schatzkarte. 6 Punkte. Sind solide. 6 Punkte, die ich dafür bekomme. 22. So, ich drehe diese Karte rum. Ich brauche einen Stein und einen Geweih. Habe ich. Das kriegt für jede gelbe und grüne Karte 2 Punkte. Das sind 2, 4, 6 Punkte. Das ist meine schlechteste Karte so far. bei uns waren das die besten Karten. Okay, dann die drei. So, dafür brauche ich 2 Steine. Hast du doch bestimmt gehate-drafted. Sag mal ich. Ja. Ich sehe keine 2. Das kann 0 sein. Punkte. Nein. So, aber jetzt. Das wären 3 Punkte pro Geweih gewesen. Endlich hier mal richtig kriege ich Punkte. Nichts. 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 Oh, das ist eine starke Karte. Ja, ist richtig gut. Mit vielen Symbolen. So, die drittletzte Karte. Da brauche ich ein Geweih und 2 Steine und kriege eine pro Nacht. 4 Punkte pro Nachtkarte. Karte. Guck mal. Hast du keine Nachtkarte? Ja, doch. Haha, keine so, Nachtkarte. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Ich habe ein Set. Das sind 10 Punkte. Mhm. Bei 26. Hier. Ben. Ich habe alles erfüllt. Hast du 2 Ananas? Ja. Da, da. Ja, Geweih. Sehr gut. Pro Stein 3 Punkte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 15 Punkte. Mal 3, 15. Wuhu. So, 37 Punkte. Bam. Vorletzte Karte. So viel Tim seine ersten Karte. Ich brauche 3 Steine. Die habe ich hier drüben liegen. 7 Punkte. Ja, langsam ist bei mir der. So, und bei der letzten kriege ich 15 Punkte. Das hast du erfüllt. Bist ja, du bei, das habe ich erfüllt. Bist du bei 41? Ja. 2. Oh, 2. 2. 31. So, ich habe hier nochmal 5 Steine. Boah, nein. 2, 3, 4, 5, 24, bin ich bei 85. So, stopp, wir sind noch nicht fertig. Hier haben wir auch noch. Achso, ja, ja. Also hier ja, jetzt. Ja, gut sagst, ja. Für jedes Geweih, jedes Tier, 1, 2, 3, 4, 5, das sind 10 Punkte. Für jede gelbe Karte nochmal ein Punkt, sind 11. Und für jede gelbe grüne, 1, 2, 3, 4, 5, also 16 Punkte nochmal. Ja, bist du bei 57. Wenn wie das bei dir aus? Der kriegt für jedes. Jetzt kommt meine ethische Auswertung. Ich kriege 1 für die Schatzkarte, 1, 2, 3, ja. Das war's. Bis bei 42 und ich krieg für jede grüne und rote Karte einen Punkt und für die Schatzkarte einen Punkt. Also 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ja. 93. Ja, 93. Glückwunsch, das ist schon. Glück gehabt. Wie ist es ausgegangen? 57, 42, 93. Das klingt und das war so mit den Steinen so versucht. Naja, das hat gut gepasst. Ja, gerade so geklappt, aber ich hier in der Mitte nur mal aufsteigen legen konnte und dann auch da noch Karte, hier eine Karte drauf, das war gut. Aber das meine ich halt, ne? Du legst zwar die hohe Karte, kriegst erstmal irgendwie nichts dabei, aber du kannst halt auf die Steine und kriegst 24 Punkte. Das ist halt. Ja, wenn ich das nicht schaffe, aber. Ja, das hat halt wenn du es nicht schaffst, dann. Ich mit dem letzten, wo ich hier eine Karte gelegt habe, vorletzter Zug. Ja. Wenn ich da keinen Stein gehabt hätte, dann hätte das nicht geklappt. Ja. Aber. Ja, und das ja auch nicht, das wäre ja schon. Das hätte geklappt. Das hätte geklappt. Das hat eine andere Karte gespielt, die auch die beiden gemacht hätte. Ja. Aber nicht so viele wie die. Genau, also wären erstmal 38 Punkte weniger, dann wärst du schnell in unseren Gefilden. Ja, ja, ja. Aber hat er jetzt gut auf. Ja, aber das ist ein smarter Spiel. Aber das würde ich sagen, allein mit diesem Rückwärtsdrehen und solche Sachen, das ist so ein kleiner Hirnzwiebler, den du da halt hast. Und es ist ja von den Regeln jetzt wirklich nicht schwer. Nee. Ist schnell gespielt und also mir gefällt das auf jeden Fall. Und ja. Müssen wir testen mit einer Familienrunde, wie fehlanfällig das ist, oder dass wir Das werde ich erst Weihnachten zu kommen.
Das würde mich interessieren, weil. Ja, aber ich denke mal. So von der Komplexität ist es wirklich. Weil oben hast du die Symbole, hast du die Bedingungen. Ja, das ist nicht. Ja. Vielleicht diesen Aufbau, kann ich die Karte spielen, was habe ich hier noch, dann mag vielleicht sein, aber. Mhm. Ich finde es mit dem. Ja. Lass mit dem Ziehen und dann einen aussortieren. Bisschen. Geht. Naja, ob das diese Regel hat, dass du dann halt so viele ziehst, mit die Map. Ja, doch, du hast eine riesengroße Auswahl, so dass du dann auch dann das Symbol auch eventuell kriegst, was du brauchst. Das ist schon, also das finde ich ja schon wirklich gut. Die Frage ist halt, wie ausmaßiert dann die Map-Karten sind, ob die dann so viel, weil da hast du eine Map drauf, kriegst du auf jeden Fall drei Punkte. Und das darf ich ja mehr Auswahl, weil durch die Treff ist ja niedrig, aber ich weiß nicht, ob hier den ersten Pick haben so wichtig ist. Ja, wenn du über bestimmte Symbole aus bist. Ja, er hat die ersten drei Runden immer nur, hoffentlich bleibt dann Stein. Hat irgendjemand auch Stein am Anfang? Nee, braucht gar keinen Stein, ne? Warum sind die immer weggenommen? Doch, hier für Steinepunkte. Hallo? Ja, was ist ich, dass man hier 40 Punkte lag immer nur ein Stein, das fühlte sich dann so an, weil immer nur einer, entweder Ben oder ich haben den dann genommen. Und dann kam die epische Drei-Steine-Runde. Ja. Alle, die jetzt zugucken haben, werden wir das erstmal spielen, auf jeden Fall eine Steinkombo probieren. Und sagen, habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, das ist ein schönes, schnelles Spiel halt. Ja, und wie gesagt, du hast halt, ich finde den Kniff halt, dass du alles wieder entdeckst und. Der Kniff ist das, was es ja. was es dreht. Also es ist zuerst das erste Mal und dann hört, was denn, bis wir dann hinterher dann, dass er nochmal reinguckt in die Regeln und sagt, ach ja, jetzt müssen wir alles umdrehen und unsere Symbole sind alle weg. Und da stehst du da in der ersten Erklärung gar nicht so. Und dann denkst du, was ist denn jetzt los? Und alle Symbole sind weg und du kriegst keine Punkte, ne? Ich fand es im Endeffekt aber nicht so krass, weil du ja, dadurch, dass du die Auslage hinlegst, hast du ja alles, kannst du ja alles nachvollziehen. Ja. Also kannst du immer von dem Punkt einfach sagen, okay, ich muss von dem Punkt in die Richtung gucken oder halt von dem Punkt in die Richtung, um zu sehen, was du da haben. Deshalb sind halt diese Sachen halt immens wichtig. Die sind sehr wichtig, ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich ohne dieses Karten. Ohne das wäre schwierig. Ja. Deshalb. Weil das hätte ich halt viel früher spielen müssen, hätte ich viel leider. Mit denen kannst du schaffen, auf mehr als zwei Sets zu kommen. Da waren wir auch mehr als zwei Karten, das ist schon gut, aber. Ja, wenn du hier vier Karten, ich mache jetzt ja auch. Vier und vier, dann hast du 30 Punkte. Du kannst ja hier zwei Sets haben und hier kannst du auch noch ein Set haben. Genau, das du kannst hier sogar. Und der braucht keine Bedingungen. Und der braucht keine Bedingungen. Genau, das ist natürlich auch gut. Der Set. Der braucht keine Bedingungen. Kannst du legst als erste Karte hinter und dann. Den hätte ich auch genommen. Richtig. Mit dem Stein drauf hätte ich den genommen. Da guck mal, ich habe zweimal gelb, zweimal grün. Ja, wir sind, das ist ja auch nicht teuer. Ich meine, das steht bei 25 Euro in der Messeliste drin. Und jetzt gibt es noch 400 Mal. Also, also 399. Ja. Und 398. Also, ich brauche zwei. Oh, 397. Eins zum Verschenken. Ja. In Hand hat ja auch schon eins. Ja. Das geht alles für den 400 ab. Ja. Sie haben gesagt, sie haben 400 und schicken davon ein paar raus, einen Rezensenten. Du bist das ja. Ich hatte 400 auf der Messe. Cool. Bei BG steht nur 2 bis 5. Hier steht auf 2 bis 6. Ja, danke, Rolf, dass du uns Far Away gezeigt hast. Ja, vielen Dank. Es war großartig. Und wir sind jetzt kurz in der Pause. Ich poste gleich den Link. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für ein bisschen. Ja, vielleicht poste ich gleich einen Link für einen neuen Stream in den Chat. Vielleicht sind wir gleich nochmal ganz kurz in der Spieleburg. Das hängt ab, ob Stuff gekommen ist oder nicht. Stay tuned. Bis gleich. Ciao. Ciao. Tschüss.